begrüßen Sie zu Wer wird Millionär? Bezüglich dem Konzert wollte ich natürlich sagen, das war Hammer. Es gibt keinen Ausdruck, der das so definieren kann, was das ist. Das ist, macht Albert Fuhr, das macht Offspring Green Day, das macht alle Konkurrenz. Das ist ganz klar. Das ist Gottwurst, arschgeil. Ja, merci, merci. Wie heisst der Bundespräsident der Vereinigten Staaten? Willst du ein Interview geben oder willst du dir eine Frage stellen und die nachher musst beantworten? Ja, du kannst mir eine Frage stellen, was okay, wie heisst du? Sabrina. Von wo bist du? Von Gleis. Wieso bist du nicht hergekommen? Ja, wegen dir. Ehrlich, wegen dir ist extra in die Brüche gekommen. Das ist natürlich sehr schön, merci. Also ich glaube, hast du der George Bush? Jawohl, 1 Million gewonnen. Wie sind wir denn gekommen? Mit dem Bus. Wie geht er denn rein? Ja, ich bin noch hier. Wo denn? Bei meinem Gotti. Ah, oh, bei Verwandten. Ah, oh, gut. Und du? Ich gehe heim. Auf Gleis? Nein, auf Fisch. Wie denn? Mit dem Bus? Ja, fahrt ihr da noch die ganze Nacht im Bus? Nein, um 2:30. Aber live habt ihr nur einen Schlagzeuger oder einen Bassist hier dabei? Oder? Nein, einen Schlagzeuger. Ein Schlagzeuger, ja. Aber erst gerade nein. Ah. Oh. Ist das immer der gleiche oder wechselt ihr das hier ein bisschen? Ja, wir sind nur liegen. Also ich sage, das wird das schon der gleiche sein immer. Weil das ist der erste ein bisschen in der Übung und so. Und wir müssen jetzt ein paar Übungen machen. Werdet ihr euch nachher Mitglied sein von der Band? Ja, das müssen wir nur liegen, das je nachdem. Zum Glück nehmen wir auch nicht Trio, sonst könnt ihr noch nicht aufnehmen. Ja, das stimmt. Nein, ja, merci ja, Schmidt, Anne, essen ja von Alphut, essen ja sehr gute Bericht gebrungen und ja. Meinst du der da? Ja, genau. Ich habe zwar kein Wort verstanden, was ihr da redet, weil hier so Leute ist, aber ja. Ja, ja, der war wirklich gut. Bravo, Schmidt. Ja, bravo, Schmidt. Was habt ihr die wunderschönen Libyen gekauft? Wie? Das wunderschöne Gewand, das ihr anhabt. Was habt ihr das gekauft? Hier so, oben nie. Da kann man die ganzen Sachen kaufen, weißt du? Ja? Ja, einfach die Stickers. Ja, hier oben noch. Ah, super. Das sieht voll super aus, wirklich. Merci. Muss ich sagen, dass die Leute, die in der Band sind, haben sicher eine Handsfreude, dass ihr so rumlaufen. Weil das ist super Werbung für dich. Wie wird dir das dann mal zeigen von der Band? Die werden sicher Freude haben. Merci, wir auf auch heim. Also, hier am Smir ist jetzt Rito. Irgendein Rittel, der eine Homepage hat. Rittel.ch. Was ist auf der Homepage? Ja, das sind Fotos von Partys, von Konzerten, von meinen Haustieren, von meinem Rümmi und einfach so allerlei. Ich habe gehört, Sarah, dass einmal einer zu dir heim kam und deinen Hund gepackt hat und unter das Hemd getan hat, dann einen Knopf aufgetan hat, hat so der Kopf so gelöst, dann hat er so Alien gespielt. Stimmt das? Ja, das war Papa Katz gsi. Ah, genau, Katz. Aber ich Katz ist sehr gute Alien-Darstellerin. Also die war prädestiniert für Alien, der Alien-Spiel im Film. Hast du das schon mal überlegt? Ja, wenn die Katz wirklich prämiert würde kommen, dann könnte ich mir das schon überlegen. Wie fühlst du dich jetzt so? Ich fühle mich super. Ich habe fast keine Stimme mehr gesehen im Konzert. Mir geht's gleich. Das glaube ich. Ja, also ich wollte gerade den Boban grüßen. Und nachher, ja, Alphut Fudge. Da dazu kann ich nur sagen, Schöne! Weil es ist ja der Schöne. Das Heavy Kevi. Heavy Kevi. Wenn du schon gerade so erwähnt wirst in diesem Interview, willst du euch gerade rein grüßen? Ja, ich grüße den Janik. Gut, dir stelle ich jetzt aber eine Frage. Ich nehme an, das ist Kevin. Stimmt das? Das frage ich aber gerade eins. Jawohl, das stimmt. Gut kombiniert. Und jetzt die Frage, warum der Heavy? Ja, ich bin einfach so, oder? Ja, du bist heavy. Jawohl, genau. Ja, heavy heisst hart. Jawohl. Nein, heisst glaube ich schwer. Jawohl. Du bist immer nicht so sticks. Oi, ich bin einfach so. Ja, du bist einfach heavy. Ja, ey. Ja, und heavy kennt dich natürlich auch höher cool. Ja, mich nennen einfach alle so. Und das wollt ihr etwas sagen. Ja, merci für den Hinweis. Weißt du so, heavy Kevi. Es hat halt einen harten, ihr wisst schon. Also. Ein harten Kevi. Ja, harten Peter. Könntest du bitte von vorne ans Interview gehen? Oder etwas in die Kamera reden? Was soll ich sagen? Ja, warte, jetzt geht's.
Ja, zuerst musst du sagen, ob er das Interview will. Ja, eigentlich nicht. Gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber der vierte Torstück, Livia, Zewi, Kevi, beziehungsweise dir auch Zewi, Kevi, gegrüssen, Torst, jetzt eure Leute grüssen. Ja gut, ich grüsse euch Zewi, Kevi. Jetzt könnt ihr wieder ins Zimmer gehen. Ich will dir mal etwas sagen. Ich grüsse euch Zewi, Kevi. Das gehört ja so dazu. Das ist aber acht, ey. Weil es findest du heute allerbeste Band im Oberwallis. Nur mit Handurgeln. Ja, Zewi, Kevi. Also. Nur eine Frage, wie bist du heute hier im Brief gekommen? Gehst du wieder einen Brief? Ja, ich bin mit meinen Freunden im Bus hier im Brief gekommen. Und irgendwas auch. Und dann im Bus im Brief und dann gehen wir dann. Aber wir wollen heute noch ein bisschen fasten und das ist halt so. Alter, schießt gerade bitte mitteilen, was du so für Asamas bekommst. Fick das Knau. Ja, mein Knau wird sich sicher freuen. Hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, wo du unbedingt etwas loswerden? Ja, es sind einfach die geilsten Bands. Merci. Merci. Bitteschön. Und zurück ins Studio. It's about time and we have to sing these lines. Ich stehe hier oben Noters, in der Heimat. Das ist ein Dorf im Wallis, im Süden von der Schweiz. Im Hintergrund seht ihr Walliser Barga, das hier ist das Hipschoren, rechts ist der Simplumpass, nachher geht es durch die Gondoschlucht und da hinten am Brie ist der Italien. Da oben ist der Kanton Graubünden und hier am Brie ist die Waldschweiz. Le Canton du Valais, wie die Waldschen dem sagen. Jetzt nachher sind wir alle zusammen aufgewachsen, sind zusammen in die Schule gegangen, die haben angefangen Musik zu machen, was wir immer noch machen. Hinter mir seht ihr das Beihäus, eines der ältesten Hijinitznaters aus dem Jahr 1514. In diesem Haus sind x hunderte Totenschädel zu einer Mauer aufgebogen. Die gehen jetzt gerade mal anschauen. 15 years have passed, half of our lifetime we spend with you. Proud of what we did, proud of you. Jetzt haben wir Schutz über unsere Bank berichtet und auch über die Nater selber zu erzählen, auch einiges über die Bewohner von Nater spricht. Hier zu meiner Seite steht der Lord, ein alter Bewohner von Nater. Er hat vorher in Balschieder gewohnt und ist jetzt auf Nater gekommen. Lord, was ist interessiert? Warum bist du auf Nater gekommen? Ja, er hat gesagt in seiner Pferdesprache, der Hauptgrund, warum er auf Nater gekommen ist, wächst er Dönis. Das ist die Schwester von Bäume. Jetzt fragen wir, noch geht der Siro, der heisst. Sidon, warum bist du eigentlich tief Noters gewohnt? Der Sidon hat gesagt, das ist ein Dialekt, der verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, er ist gekommen am Lord. Und jetzt wollen wir nur Mike fragen. Mike, warum bist du eigentlich tief Noters gewohnt? Das ist Französisch, das verstehe ich nicht. Das Ziel von unserer Sendung ist, in der Schweizer Musikszene mal anzufahren und den Hintergrundbericht zu zeigen. Und wir hoffen, dass ihr alle Spass an unserer Sendung habt. Viel Glück!